Bundeskanzler Olaf Scholz treibt der dringende Wunsch an, mal wieder mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu telefonieren. So äußerte Scholz am Sonntag im Fernsehinterview mit Karin Miosga: Ja, ich habe mir vorgenommen, mit dem russischen Präsidenten zur richtigen Zeit zu sprechen. Wann wäre denn die richtige Zeit? Gestatten Sie mir, weil es hier um Staatskunst und Diplomatie geht, demnächst. Schon im Oktober hatte Scholz öffentlich erklärt, den Dialog mit Russland und seinem Präsidenten Putin wieder aufnehmen zu wollen. Aus Sicht des SPD-Politikers sollte eine zweite Friedenskonferenz nach der ersten im schweizerischen Birkenstock dieses Mal unter Teilnahme Russlands stattfinden. Haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder Friedenskonferenzen veranstaltet, die in vielen Städten der Welt stattgefunden haben. Wir hatten auf dem Birkenstock in der Schweiz eine Konferenz, die klar geendet hat mit der Aussage, es soll eine weitere geben. Eine weitere, so hat es der ukrainische Präsident formuliert, auch unter Beteiligung von Russland. Und deshalb ist es auch richtig, dass wenn gefragt wird, werden wir auch mit dem russischen Präsidenten sprechen, wir sagen, ja, auch das ist der Fall. Weil wir klare Prinzipien haben und diese Prinzipien lauten, es wird niemals Entscheidungen geben über die Köpfe der Ukraine hinweg und niemals ohne Abstimmung mit unseren engsten Partnern. Daraufhin überschlugen sich die Medien mit Berichten, dass der Kreml das Gesprächsangebot von Scholz abgelehnt habe. Die Bild-Zeitung titelte sogar von einer Abfuhr, die Scholz durch Putin erhalten haben soll. Danach wurde im Gegensatz dazu gemeldet, dass Putin doch zu einem Gespräch bereit sein solle. Eine Umfrage zeigte, dass eine Mehrheit der Deutschen so ein Telefonat begrüßen würde. Wird es also Realität werden? Tatsächlich meldete der russische Kremlsprecher Dmitri Peskow Anfang der Woche, dass es trotz des medialen Wirbels und zahlreicher Aussagen von Scholz bislang keine offiziellen Anfragen von deutscher Seite aus gibt für ein Telefonat zwischen Scholz und Putin. Совсем недавно на Валдайском форуме в ходе дискуссии состоявшейся президент в очередной раз повторил, что он остается открытым для всех контактов, что он открыт для всех переговоров, и был открыт и сохраняет эту открытость. Какой-либо подготовки сейчас пока не ведется, никаких сигналов мы не получаем. И, собственно, также на Валдае хочу вам напомнить, именно Путин сказал, что и Шольц, и Макрон, они сами ушли со связи и не хотят разговаривать. Поэтому, если они говорят, что какие-то сигналы пойдут, значит, их надо дождаться. Пока не было никаких. Mitte Juni hatte sich Putin selbst stark gemacht für eine Wiederaufnahme des Dialogs zwischen dem Westen und Russland. Unmittelbar vor der vom Westen inszenierten Friedenskonferenz in Birkenstock unterbreitete Putin der Ukraine und ihren NATO-Unterstützern einen konkreten Friedensvorschlag, der einen sofortigen Waffenstillstand beinhalten sollte. Запад, Киев взяли курс на то, чтобы нанести нам поражение. Но, как известно, все это провалилось. Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении. И еще раз скажу, как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. Повторю, наша принципиальная позиция в следующем. Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Das Friedensangebot des russischen Präsidenten wurde vom Westen mit Häme bedacht und völlig ignoriert. Anfang Juli bezeichnete Scholz es als merkwürdiges Friedensangebot. Aus meiner Sicht ist ein Waffenstillstand, der eine Kapitulation der Ukraine zum Gegenstand hat, einer, den wir niemals aus Deutschland unterstützen dürfen. Und dass das keine abstrakte Frage ist, sieht man an diesem merkwürdigen Friedensangebot von Herrn Putin. Der hat ja gesagt, er sei zu einem Waffenstillstand bereit, wenn die Ukraine außerdem noch weitere Annexionen gewissermaßen umsonst obendrauf gibt.
Das zeigt, wie zynisch dort gedacht wird und dass der russische Präsident keineswegs vorhat, seinen aggressiven Krieg zu beenden, sondern nur das Wort in den Mund führt, um den Krieg fortzusetzen. Das werden wir nicht dulden. Angesprochen auf die Frage, ob Scholz vorhabe, in nächster Zeit mit Putin zu sprechen, auch über das konkrete Friedensangebot, antwortete der Bundeskanzler Mitte Juni in einem Interview sichtbar angespannt. Ein solches Gespräch macht doch nur Sinn, wenn was konkret zu bereden ist. Das ist der Grund, warum ich jetzt seit längerer Zeit das nicht mehr gemacht habe. Aber ich will ausdrücklich eben auch nicht den Eindruck erwecken, als ob das ausgeschlossen ist. Der Zeitpunkt, mit Putin zu sprechen. Ich werde das nicht vorher ankündigen, wenn es soweit ist. Aber es ist für mich wichtig, dass ich in vielen Gesprächen immer wieder klar gemacht habe, ich werde das einmal wieder tun, auch öffentlich, in solchen Diskussionen, wie wir beide sie jetzt haben, damit niemand darüber Zweifel hat. In der Tat ist es fraglich, ob dieses Gespräch überhaupt noch stattfinden wird. Trotz des medialen Trommelwirbels und Scholz' jüngsten Ankündigungen gegenüber Karin Mioska. Denn spätestens mit dem Zusammenbrechen der Ampelkoalition in der vergangenen Woche ist Scholz angezählt. Seine Zeit als Bundeskanzler neigt sich dem Ende zu. Die Neuwahlen sollen spätestens Ende Februar stattfinden. Und so zweifelt der US-Analyst Scott Ritter daran, welchen Sinn der russische Präsident Putin überhaupt in einem Gespräch mit Scholz sehen soll. Ritter findet deutliche Worte in Richtung Scholz und der deutschen Außenpolitik. I mean, Olaf Scholz is a joke. None of what he's talking about will come to fruition under Scholz government, because the Scholz government is on its way out. Why would Vladimir Putin spend any time talking to Olaf Scholz under these circumstances? And the answer is, he wouldn't. And there's no guarantee that whoever replaces Scholz will get a phone call as well. Until Germany changes its policy course, the idea of a phone conversation isn't for Russia to surrender to German will. The phone conversation is for Germany to convince Russia that Germany can be a reliable partner for peace going forward. And until you have a German chancellor that's capable of holding that conversation, there's no reason for that conversation to ever take place. Was meint ihr? Hat Scott Ritter recht, dass Putin weder mit Scholz noch mit seinem Nachfolger als Bundeskanzler telefonieren wird? Woher kommt plötzlich dieser dringende Wunsch von Scholz, mit dem russischen Präsidenten zu sprechen? Oder ist das alles nur ein Medienspektakel, während im Hintergrund gar keine diplomatischen Bemühungen stattfinden? Wir fragen pointiert. Wer will überhaupt noch mit Scholz sprechen? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare. Liebe Zuschauer, wenn euch unsere Beiträge gefallen, teilt sie unbedingt in den sozialen Medien. Abonniert unseren Kanal und drückt auf die Glocke, damit ihr keine Veröffentlichung von Gegenpol verpasst.